Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight. Im letzten Part haben wir das gestrandete Schiff abgeschlossen, wo wir Polar Knight besiegt haben. Und heute soll es gleich weitergehen mit dem nächsten Hauptlevel. Und zwar einfach diesem hier, weil es von der Reihenfolge her als nächstes kommt, würde ich sagen. Und zwar der Wurmturm, wo wir dann gegen Tinker Knight kämpfen werden. Wir haben zwar gerade ziemlich viel Gold, das ich für irgendwas ausgeben könnte. Aber das mache ich dann nach dem Level. Wir starten jetzt einfach mal, weil am Anfang des Parts ein neues Level, das ist eigentlich nie verkehrt. So, in die Erde damit. Da sind wir auch schon wieder. Okay. Dann geht's los hier. Ich habe auch immer noch jetzt die eine Rüstung, wie ihr sehen könnt, die rote, wo ich eben dann etwas weniger Gold verliere, wenn ich runterfallen sollte. Was, glaube ich, auch schon ganz sinnvoll ist. Ich werde es dann nochmal später trotzdem wechseln. Vielleicht zu der Rüstung, wo ich immer diesen Wirbelschlag da aufladen kann, wenn ich zweimal hintereinander von einem Gegner wegbounce. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Aber ich bleibe jetzt erstmal noch bei der, weil das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen. Und das hier scheint ein sehr mechanisches Level zu werden, wie wir hier schon unschwer erkennen können. Mit den ganzen Rollbändern und diesen, Aufziehgegnern, Aufziehmäuse oder was auch immer das für Viecher sein sollen. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Und hier kann Shovel Knight mal ein bisschen Sport machen. Ich kann natürlich auch schneller vorankommen, wenn ich einfach springe, ist mir schon klar. Aber der soll mal sich ein bisschen bewegen, der gute Shovel Knight. Und hier auf dem Rollband ein bisschen trainieren, dass er stark ist für die nächsten paar Kämpfe. Für die nächsten paar Screens, die er hier noch überleben muss. Und das Räuber ist sogar ziemlich stark, da komme ich ja kaum voran hier bei dem. Oder ist eigentlich genauso wie das andere auch gerade eben. Aber auf jeden Fall auf den Räubern immer schon durch die Gegend springen, das glaube ich nicht verkehrt. Weil ich eben dann viel schneller vorankomme. Ja, aber diese Gegner sind auch ziemlich fies, weil die können sich sehr, sehr schnell bewegen. Da muss ich wirklich aufpassen. Okay. Und hier kommen jetzt so Zahnräder. Okay, da oben ist wieder ein so Gegner, der Sachen herbeibeschwören kann. Also diese Art von Gegner haben wir ja schon häufiger mal gesehen. Die anderen Male hat er immer Feuerbälle nach uns werfen können, aber jetzt kann er auch Zahnräder erschaffen. Okay. Ja, das Level könnte... Oh Gott, das ist jetzt riskant. Könnte fies werden. Ich will den haben, okay. So, ja, das ist nicht einfach. Also Rollbänder sind in Champions immer fies, finde ich. Weil er wirklich dann... Ja. Weil er wirklich dann ganz, ganz leicht Fehler machen kann. Wenn man halt dann versehentlich halt das Rollband falsch einschätzt oder sowas und halt nicht denkt, dass es jetzt so schnell einen wegtragen würde oder sowas. Das kann immer fies sein, deswegen da muss man wirklich sehr gut aufpassen. Treffe ich das von hier aus eigentlich? Ich treff's, okay. Ja, aber Apfel springt mir jetzt wegen, weil ich habe eh, glaube ich, beide voll. Oder habe ich beide voll? Ich habe beide voll, genau. Mit dem Lebenssaft, ja, mit dem Lebenssafter oder wie auch immer der jetzt hieß, wo ich eben dann mein Leben halt wieder auffüllen kann und auch meine Magie ja auch. Oder meine Magie kann ich damit auch auffüllen, ne? Ich glaube schon. Und deswegen ist es auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Ein neues Secret, und zwar wirklich ein richtiges Secret diesmal. Mit einem neuen Raum auch. Mit einer Schatztruhe dann gleich, die ich mir holen will. Okay, ja, ich muss wieder aufpassen, weil Stacheln sind natürlich böse. Jetzt muss ich hier schön durch die Gegend bouncen. Ja, okay, das wäre ich da fast nicht mehr hochgekommen. Aber es passt noch alles. Und das alles nur für ein bisschen Gold. Ist zwar auch nicht verkehrt, weil Gold nehme ich immer gerne an, aber dennoch ist schon sehr riskant auf jeden Fall hier das Ganze. Ich bounce mal nochmal einmal kurz, genau, weil ich weiß nicht, ob ich das gerade eben schon geschafft hätte mit dem Einsprung. Deswegen habe ich nochmal einen Sicherheitsbounce gemacht, quasi. Ja, ja, aber ich sehe schon, dass diese Stage, glaube ich, auch nicht einfach werden wird. Mal gucken, ich glaube, ich werde hier auch keine Checkpoints zerstören, weil ich die dann doch eher brauche. Apropos Checkpoints, ist schon der erste. Ja, shit. Das ist schon der erste. Kann ich die eigentlich kaputt machen, die Zahnräder? Kann ich schon. Oder? Ja, nee, kann ich gar nicht. Warte mal, hier ist wieder die einen. Ah, ne, ich kann die gar nicht kaputt machen. Die springen dann über mich drüber. Das ist ja witzig, okay. Ja. Was, wenn ich auf den bounce? Warte mal kurz. Okay, dann passiert auch einfach nichts. Alles klar. Also, die kann ich tatsächlich nicht kaputt machen, die Dinger. Kann ich hier nach unten? Schon, oder? Wenn das mir extra angezeigt wird. Ich gehe jetzt auch mal da runter. Ja, da geht's runter, okay. Und mit der Leiter komme ich dann gleich wieder da nach oben. Dann werde ich jetzt erstmal noch diesen Bonusraum hier kurz spielen und danach erst dann den Checkpoint aktivieren. Das ist hoffentlich keine Fehler. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Okay, ich sehe schon, die Dinger wollen mich hier nach unten hauen. Was es auch fast geschafft hätte, diese einen Dinger da links, hätten es auch fast geschafft, mich nach unten zu hauen. Ja, ist nicht einfach hier auf jeden Fall, das ist klar. So, das will ich haben da oben und wieder nach oben. Okay, so. Jetzt dann gleich unbedingt den Checkpoint aktivieren. Und du gehst bitte weg. Oh, ich hasse diese Gegner hier. Okay, ja, das ist fies, wenn man da an der Leiter ist. Kann man ja kaum was gegen die machen. Das ist echt böse. Das Gute ist aber, dass halt die Zahnräder, die der wirft, die müssen halt immer an Wänden und auch an Schluchten entlang gehen. Die können halt niemals über Schluchten drüber. Deswegen bin ich halt, wenn ich hier stehe, safe, wenn er seine Zahnräder danach mir wirft. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. So, wie gesagt, Checkpoints werde ich, glaube ich, hier keinen einzigen zerstören im Level. Die lasse ich mal alle, weil das mir zu riskant ist. Was sind das denn jetzt für Dinger? Okay. Ihr könnt, ja toll, die können auch Zahnräder irgendwie schmeißen. Das sind ja... sehr, sehr interessante. Ja, die bewegen sich ja völlig verrückt. Das kann man ja gar nicht wissen. Ja doch, man kann schon wissen, wie die sich bewegen. Aber das ist mal zu lernen, wie sich diese Zahnräder hier bewegen oder was auch immer das ist. Aber es sieht auch aus wie Zahnräder, ne? Schon. Erstmal zu lernen, wie die werfen, das ist voll kompliziert irgendwie, finde ich. Jetzt oben rum. Okay, und jetzt dann gleich der nächste unten rum. Ja, okay, aber ja gut, kann man schon so halbwegs auswendig lernen. Ich denke mal, rechts ist Secret und oben ist der richtige Weg. Ja, das ist Secret. Ich will erstmal den einen Typen da zerstören, der gleich herkommt. Ich lade schon mal auf. Und... Kabam! Sehr schön. Die Plattformen hier sind ja halbwegs sicher.
die stürzen nicht ein oder sowas. Ja, der Bonusraum geht ja eigentlich, oder? Oder ist der so schwer? Der Bonusraum, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht sehe ich den Trick noch nicht. Also, okay, das Ding wäre fast hergekommen, das ist das Schwierige. Gib mal kurz irgendwas her, vielleicht ein Feuerball oder so, oder die Kugel, ja genau. Das war jetzt ein bisschen sicherer, weil ich weiß nicht, ob das Ding auch auf meine Plattform hätte drauf kommen können. Und das hätte ich dann bestimmt nach unten schmeißen können oder so, und dann wäre ich halt da runtergefallen und wäre dann tot gewesen. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit an diesem Raum, aber ansonsten geht da eigentlich in Ordnung der Raum, würde ich sagen. Vor allem dafür, dass man eine Musiknote hier bekommen kann, war der eigentlich sogar relativ einfach, dieser Bonusraum. Aber ich will mich nicht beschweren, wenn etwas zu einfach ist hier in diesem Spiel, weil das ist wirklich kein einfaches Spiel. Shovel Knight auf jeden Fall, deswegen ist ganz in Ordnung. Was sind das für Dinger jetzt? Okay. Oh Gott. Oh Gott. kann ich Relikte einsetzen, wenn ich auf der Leiter bin? Ich glaube nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur mit die Schaufel halt bewegen. Oh Gott, jetzt wäre ich da fast nicht hochgekommen. Können die auch nach... Die zielen tun die aber nicht nach mir. Nee, okay. Ich muss aber fast nach rechts, weil das sieht aus, als könnte ich die Wand da kaputt machen, da rechts. Oh wei. Oh je. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ja, okay, das Gute ist, dass ich ja unbesiegbar bin kurzzeitig. Ich kann schon ein bisschen was riskieren. Ich bin auch unbesiegbar. Ja, ich kann da nämlich hin, genau. Okay, ja, das ist ganz schön, dass man unbesiegbar ist und dass einem dann die Stacheln nichts ausmachen. Ja, hier ist nämlich ein Secret, ja, und noch mehr sogar. Das war schon wert für das ganze Gold hier, würde ich mal schätzen. Vielleicht, doch, ich würde es schon sagen. Aber das ist wirklich ganz gut, dass man eben, ja, dass man eben nach einem Treffer unbesiegbar ist kurzzeitig oder unverwundbar und dann das eben einem nichts ausmachen kann. So, das ist jetzt, okay, das hier ist auch nicht so wirklich der richtige Weg. Ja. Gib mal übrigens kurz mal schnell, das eine her, wo ich durchsichtig werde. Das hier ist es, glaube ich, ne? Ich mach mal kurz. Genau das meine ich, ja. Das ist ein leichter und eventuell auch einsetzen kann bei den Stacheln. Wenn ich jetzt hier falsch landen sollte. Ne, passt aber. Ich setze mal trotzdem kurz ein, einfach so, wenn ich mal hier durchspringe. Okay, ist, glaube ich, sicherer. Wofür habe ich denn meine Relikte? Ich sollte die ja schon noch sinnvoll einsetzen. Da geht mal wieder so eine Kugel her. Oh Gott, der Idiot. Oder nicht die Kugel. Am besten eigentlich wieder, ich will Geld haben. Geld ist immer am besten. So, ja, nicht getroffen leider. Und zack, sehr schön, Treffer. Und nochmal, nochmal. Ja, als nochmal, ich muss am besten machen, wenn er angreift. Sehr schön, okay, und ganz viel Gold bekommen. Yay! Und ein weiteres Secret ist hier. Ja, viele, viele Secrets hier. Auf jeden Fall wie eigentlich immer. Was mache ich jetzt dann da unten gleich? Okay, vielleicht kriege ich hier, vielleicht finde ich hier Christian. Und kriege hier dann ein, oh Gott, ey. Ein neues, oh shit, ich habe so Angst. Ein neues Relikt, mit dem ich dann auf Stacheln entlang laufen kann oder sowas. Weil wie soll ich denn da unten ansonsten entlang kommen? Vielleicht kann ich damit dann noch länger unverwundbar bleiben. Oder ich muss halt, ich weiß nicht genau. Ja, hier ist auf jeden Fall viel Magie. Wir reden mal mit ihm. Yay, hallo Christian. Ob im Dorf oder unterwegs, ich habe die besten Angebote. Das hast du bestimmt. Und zwar Expresszahnrad, Hindernisse überwinden und höhere Stellen erreichen. Aha, das hört sich doch interessant an. Kaufe ich mir auf jeden Fall mal. Ich habe ja genügend Gold. Yay. So, einfach Hindernisse meistern und höhere Stellen erreichen. Einsteigen und festhalten. Okay. Ist interessant. Hier komme ich zum Beispiel nicht hoch. Ich muss mal kurz den nehmen, weil ich hier ansonsten im Weg gestanden wäre wahrscheinlich. Okay. Hä, was? Okay, ich kann hier so ein Zahnrad schaffen und habe dann eine extra Plattform. Mit der komme ich dann eben ein bisschen höher, also einen Block höher komme ich damit. Aber das Ding kann ich dann auch wahrscheinlich hier nach rechts jetzt bringen, oder wie? Ich setz mal nochmal ein. Hui. Und... Oh. Okay. Das kann auch springen automatisch. Das ist ja eine witzige Idee. Okay, alles klar, das ist eine coole Idee. Auf jeden Fall, ja, geh mal weg hier. Ja, ich habe leider nicht mal arg viele Leben, weil ich jetzt viele durch den hergegeben habe. Ich muss mal den jetzt leichter besiegen. Ich nehme mal kurz die Kugel, weil ich den jetzt besiegen will, ohne ein Leben herzugeben. Ja, das habe ich natürlich exzellent gemacht. Du bist im Weg, Kollege. Shit, ey. Ich muss kurz hier einsetzen. So. Mann, ey, kann nicht wahr sein. Stirb jetzt bitte. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Boah, gegen die komme ich so gar nicht klar. Ja, am besten ist eigentlich, glaube ich, einfach stehen bleiben, aufladen und warten, bis er angreift und dann einfach selber zuhauen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik gegen die. Na gut. Ich nehme mal wieder die Münze standardmäßig. Okay. So, da unten will ich hin, weil das Secret ist. Oh Gott. Oh Gott, das war auch nicht einfach, da hinzukommen überhaupt mal. Aber ich krieg dafür viel Gold, was ich wieder mal gerne annehme. Oh Gott. Das ist auch schwierig. Achso, okay, wenn ich hier draufstehe, werde ich automatisch dann nach rechts gebracht, okay? Alles klar. Nein, oh, jetzt kommen wieder die Dinger, hey, die nerven mich zu Tode. Okay, und drauf? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist super schwierig, das ist super schwierig jetzt. Gib mal kurz das Ding jetzt wieder her, schnell, ja, wo ich unverwundbar werde. Oder unsichtbar, wie auch immer. Das brauche ich jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, kann ich hier nach oben? Nein, na, oh Gott, die haben mich fast nach unten geboxt. Das ist alles so riskant hier, das ist alles so riskant hier. So, wieder angeln. Was finden wir hier? Yay, ein bisschen Gold. Sehr schön. Gut. So, Checkpoint, den will ich unbedingt haben.
Das Zara kann ich dann, das werde ich dann bestimmt auch noch häufiger benutzen. Bei irgendwelchen schwierigen Sprüngen, weil mich das dann eben automatisch halt immer nach vorne tragen kann. Das ist schon ganz nützlich, finde ich. Ah, die Dinger sind interessant. Da rutsche ich so ein bisschen nach unten, okay. Die erinnern mich an irgendein anderes Jump'n'Run. Ich weiß gar noch nicht an welches. In irgendeinem anderen Jump'n'Run gibt es so eine ähnliche Mechanik. Ich glaube, ich meine sogar. Ich glaube, ich meine Yoshi's Island. Ich glaube, in Yoshi's Island gab es auch in einem so Level solche. Oh Gott. Gab es auch in einem Level solche Blockdinger hier, die sich so bewegt haben. Warte mal, war links das Secret? Links war das Secret, oder? Das sieht nach richtig aus. Das sieht sehr nach richtiger Weg aus, für meinen Geschmack. Oder? Schon, ne? Das ist der richtige Weg, ich glaube schon. Ich wollte zum Secret eigentlich erst hin. Soll ich mich umbringen? Ich bringe mich mal kurz um. Zack. Muss ich jetzt fast kurz machen, weil ich glaube eben, dass ich jetzt das Secret verpasst habe. Weil das sah jetzt, wie gesagt, sehr nach richtiger Weg aus. Es gibt auch nur 4 Checkpoints sogar hier in dem Level. Okay. Dann ist da links das Secret. Ich dachte jetzt, dass das rechts das Secret wäre. Weil, ja gut, ich meine, irgendwie, also anfangs dachte ich, dass es schwieriger wäre, rechts hinzukommen. Also am Endeffekt doch einfacher sogar, deswegen ist links das Secret. Ja, okay. Dann passt schon, aber dann gut, dass ich mich umgebracht habe. Weil wir ansonsten eine Musiknote verpasst hätten. Schaffe ich den Sprung überhaupt? Den schaffe ich gar nicht, ne? Ich glaube, ich muss jetzt hier das Zahnrad sogar verwenden. Aber habe ich ja, deswegen ist ja in Ordnung. So. Achso, nee. Ich passe da nicht durch. Achso, ah, okay, ich passe nicht durch, weil ich muss nämlich oben drüber springen und dann wieder auf dem Zahnrad erneut landen. Und, ja, okay, verstanden. Ja, jetzt habe ich da leider ein bisschen viel Gold hergegeben, weil das Gold da rechts kann ich ja nicht mehr einsammeln. Das kriege ich noch. Aber das Gold da rechts kriege ich ja nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber was soll ich machen? Ich muss dann gleich da oben drüber. Okay. Ja, ich mache es vielleicht so, dass ich nochmal ein neues Zahnrad einfach hole jetzt dann gleich. Das ist sicherer, wenn ich jetzt nochmal ein neues herbei beschaffe. So, drauf landen. Okay, perfekt. Jetzt habe ich halt den Münzsack nicht bekommen, aber ich werde mir gleich noch holen. Und zwar jetzt. Sehr schön, okay, perfekt. So, und ich mache mal am besten nochmal eins. Ich habe jetzt nämlich Angst, weil nicht, dass ich zu hoch springe oder so. Ich mache mal nochmal eins am besten. Das ist sicherer. So, und drüber da. Gut, also die Zahnräder sind schon auf jeden Fall sehr nützlich für bestimmte Stellen. Auf jeden Fall, um halt dann über schwierige Passagen leichter drüber zu kommen. Ist jetzt halt kein Item, das ich jetzt wirklich im Kampf als nützlich erweisen kann. Ist halt so ähnlich wie auch dieses Tarncape hier. Das da, das kann man ja, ja gut, das kann man im Kampf schon auch ein bisschen benutzen, um sich halt unsichtbar zu machen, ist schon richtig. Aber dennoch ist es eigentlich eher dafür da, um halt bei Hindernissen leichter durchzukommen. Und ähnliches gilt auch für das Zahnrad, kann man glaube ich ganz gut sagen. Sag mal wieder die Münze wieder her vielleicht, genau, okay. So, ja, wie gesagt, das habe ich mir schon gedacht, eben, dass das hier wirklich der richtige Weg ist und jetzt nicht Bonus oder so, weil das sah schon sehr nach richtiger Weg aus. Hätte ich da nach oben gemüsst? Ne, da komme ich gar nicht nach oben, oder? Ah, die werden jetzt nach unten geschoben. Und jetzt muss ich hier gegen sie kämpfen, okay? Das ist auch eine coole Idee. Sehr schön, Münze. Okay. Ja, nochmal. So, zack, Münze. Ja, aber nicht töten können, leider. So, ist es noch einer? Ne, es sind nur noch einer, ne? Ich dachte, es wären noch zwei. Ich glaube, es waren wirklich noch zwei. Interessant. Und jetzt hier ist jetzt eine neue Ritterart. Der kann jetzt bestimmt schon einiges, aber ich habe volle Leben, das. Ja, so wie dazu. Deswegen, ich hab einen Strahl nach vorne hauen können, gerade eben noch, aber er ist eh schon besiegt. Okay. So viel konnte der jetzt auch gar nicht mal, diese neue Ritterart, das ging eigentlich. So. Ich glaube, beide Musiknoten haben wir jetzt schon mittlerweile, ne? Ich glaube schon. Und auch Kistchen haben wir schon gefunden, deswegen haben wir, glaube ich, schon alles gemacht in dem Level. Es dürfte sogar dann schon gleich den Boss kommen, weil es eben nicht viele Checkpoints gab. Also, arg viel fehlt, glaube ich, schon gar nicht mehr in dem Level. Zack, zack, sehr schön. Und dadurch will ich auch noch mit der Münze besiegen. Moment. Und zack. Okay, braucht noch einen Schlag. Und zack. Yay, sehr schön. Mehr Gold. So, aber ganz beim Boss sind wir offenbar noch nicht. Ein bisschen was kommt schon noch. So, das ging nach unten. Das nächste geht nach rechts. Ah, nee, die gehen jetzt alle nach oben. Nach unten meine ich. War es nicht so, dass der beim letzten Mal auch immer Zahnräder geschossen hat, die auch nach rechts dann oder halt außerhalb des Bildschirms seitlich gegangen sind? War das nicht so? Ich meine eigentlich schon. Ach, keine Ahnung. Aber er ist tot. So, und da links ist wieder mal ein Secret. Ein ziemlich schwieriges, finde ich. Ja, ich versuche auch mal mein Bestes. Auch erstmal wieder weg. Okay, ja, Moment. Oh Gott. Okay. Ja. Und mehr Gold. Eieieiei. Soll ich das überhaupt mit normalen Sprüngen machen? Ich glaube, ich soll hier vielleicht sogar auch das Zahnrad wieder benutzen. Aber das ist mir zu riskant, ja, das ist aber zu riskant, das Zahnrad zu benutzen. Ne? Weil ich dann das Timing nicht wirklich genau rauskriegen kann. Und ich dann eventuell gegen die herabfallenden Zahnräder halt dagegen renne. Und ich dann nach unten falle oder so. Deswegen, das mache ich dann eher nicht. Das ist mir zu riskant. So, wieder kurz angeln. Ja. Jetzt. Sehr schön. Und mehr Gold. Okay. Ja, ich kann auf jeden Fall dann nach diesem Level mich wieder ein bisschen upgraden. Weil jetzt dann doch schon sehr viel Gold hier habe. Auch wenn ich eben schon leider zweimal sogar gestorben bin. Beim zweiten Mal konnte ich ja meine Goldsäcke wieder einsammeln. Beim ersten Mal aber leider nicht. Ach nicht, hier ist noch eine. Aber ist das jetzt die...
Ist es jetzt nicht die dritte oder bin ich blöd? Haben wir schon zwei eingesammelt? Wir haben doch schon zwei eingesammelt, oder? Oder spinne ich? Ja, kann sein, dass ich mich täusche. Ich weiß nicht genau. Kann sein, dass ich mich täusche. Und dass wir doch erst eine bisher eingesammelt haben. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt. Was mich übrigens wundern würde, was mich interessieren würde, was ist eigentlich, wenn Shovel Knight zerquetscht wird? Von dieser Plattform zum Beispiel. Wenn ich mich da jetzt dann nämlich gleich da rechts, ne, wenn ich mich nämlich da rechts unten hinstellen würde, ich hasse dich, dann könnte mich nämlich diese Plattform da gleich zerquetschen. Und mich würde interessieren, was damit Shovel Knight passiert. Also ich will es mal kurz zeigen, also ohne es aber wirklich zu zeigen, weil ich Angst habe. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe an der Stelle, dann wird Shovel Knight zerquetscht, weil da ist nämlich nicht genügend Platz für ihn. Und was wird dann passieren? Das würde mich mal interessieren. Wird er einfach nach draußen gedrückt? Oder werde ich da tatsächlich sterben, weil ich zerquetscht werde? Das würde mich mal interessieren. Ich will es nicht testen, weil ich zu viel Angst davor habe. Aber könnt ihr mal gerne mal schreiben, wenn ihr das wisst irgendwie. Oder ich werde es vielleicht mal nach dem Level mal offscreen testen oder so, weil es würde mich schon interessieren, ob man in diesem Spiel hier zerquetscht werden kann. Ich meine, in Mario-Spielen ist es meistens so, dass wenn man zerquetscht wird, dass man instant stirbt. Und deswegen, mich würde interessieren, wie es hier ist. Aber na gut. So. Aber dann Aquil dürfte, glaube ich, jetzt nicht mehr kommen. Ich glaube, wir dürften jetzt schon ziemlich nah beim Boss. Oh nein, ein Scrolling-Abschnitt? Ich hasse Scrolling-Abschnitte. Ja, lol. Ich hasse Scrolling-Abschnitte in allen Videospielen. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. In allen Videospielen, egal ob hier oder sonst irgendwo. Oh nee, ich bin so tot, Leute. Oh ja, jetzt habe ich ja ein bisschen aufholen können. Aber dennoch, Scrolling-Abschnitte sind echt... Da kotze ich. ganz ehrlich. Oh Gott, jetzt muss ich... Oh Gott, ey. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Da rechts ist Magie und mehr Geld. Ich hole es mir trotzdem einfach, weil ich geldgeil bin. So, sehr schön. Mann, ey. Ja, aber wie gesagt, Scrolling-Abschnitte sind immer schwierig. Grundsätzlich in Videospielen, also vor allem Jump-Runs halt. Auf jeden Fall. Wenn man halt selber, okay, aber schon vorbei, wenn man eben selber nicht die Geschwindigkeit bestimmen kann, sondern halt wirklich mithalten muss. Und wenn man halt nicht mithaltet, dann, oder mithält, dann hat man halt beschissen. Das ist halt dann immer doof. Okay, jetzt kann ich nach unten. Ja, aber warte mal, ich will erstmal noch da rein übrigens, fällt mir gerade auf. Okay, ganz knapp komme ich noch hin. Und dann, das dürfte jetzt schon der letzte Checkpoint von dem Boss sein. Also lief ja eigentlich auch ganz gut, das Level. Nicht perfekt, aber schon ganz gut. Ich nehme mal am besten die Kugel, weil die finde ich eigentlich immer noch am besten. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und dann, ich habe auch immer noch einmal eine Heilung, also dürfen wir, glaube ich, schon hinkriegen. Und los. Hallo, Tinker Knight. Na, hast du den ganzen Lärm gemacht? Ich kann nicht klar denken. Ich habe so viel zu tun. Lass mich einfach vorbei, mein kleiner Freund. Oh, große Worte, Blechmann. Ich werde dir mal ein, zwei Sachen zeigen. Okay. Bin ich mal gespannt, was du jetzt alles für Attacken drauf hast. Der ist irgendwie interessant. Du bist... Was macht denn der? Du bist ein sehr interessanter Boss. Okay, er wirft den Schraubschlüssel nach mir. Ja, aber irgendwie hast du jetzt nicht so arg wie anderes drauf, oder? Ich habe das Gefühl, dass er in der zweiten Hälfte dann gleich ziemlich ausrasten wird. Weil das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein, oder? Irgendwie, ja gut, jetzt hat er eine neue Attacke hinzubekommen, dass er ein bisschen ausrastet und viele Schraubschlüssel durch die Gegend wirft, jetzt nämlich wieder, genau. Aber er ist auch jederzeit angreifbar, wirklich jederzeit. Das ist ein bisschen komisch. Ja, der wird doch dann gleich noch mega stark werden, oder? Ich sehe es schon kommen. Ne, irgendwie, jetzt fällt er auch noch wieder hin. Irgendwie ist der komisch, der Boss. Finde ich. Das war's, wirklich jetzt? Oh. Aha, das geht noch weiter. Das dachte ich mir schon, das war doch viel zu einfach. Und viel zu unspektakulär. Ja, das ist schon eher spektakulär. Sein Bohrer hat dieselben Farben wie diese komischen Plattformen beim letzten Mal. Kann ich da auch wieder drauf... Ich kann drauf stehen, weil ich fall wieder nach unten. Ja, okay. Ich muss hier hin und dann... Hier kann ich Schaden machen auf dem Ding. Okay, das ist jetzt... Das ist schon eher eines Bosses in Shovel Knight würdig. Okay, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wo kommen die jetzt runter, die Raketen? Hier überall. Okay, ja, das geht aber auch, wenn man einfach hier ständig drauf... Okay, man muss halt ein bisschen aufpassen, weil er ab und zu mal Raketen schießen kann. Aber die meiste Zeit kann man hier einfach drumherum bouncen. Das ist ja voll easy eigentlich. So, ich will es mit der Münze beenden und zack. Okay. War zwar jetzt deutlich spektakulärer, die zweite Phase von ihm, aber war trotzdem sehr einfach, ehrlich gesagt. War gar kein Problem. Yay, sehr schön. So, jetzt haben wir sogar 20.000 Gold. Ah, nee, haben wir nicht. Hä, habe ich Halluzination? Ich dachte, wir hätten gerade 20.000 Gold jetzt irgendwie. Hä, ich habe da gerade 20 vorne gesehen, oder nicht? Ach, keine Ahnung, ich bin blöd offenbar. Hab mir gerade voll eingebildet, wie es scheint. Naja. So, kein Traum leider, aber na gut. So, aber wir können wieder das Feuer wegschaufeln. Und jetzt haben wir immerhin 19.000, also fast 20.000. Aber ich habe da gerade voll die 20 gesehen, irgendwie, ich weiß noch nicht wieso. Aber na gut. So,
Dann will ich jetzt mal mich ein bisschen weiter upgraden. Ich glaube, ein Bonuslevel spielen wir vielleicht gar nicht mehr, weil ich mich eher upgraden will. Und zwar, ich gehe mal kurz wieder in das Dorf hier zurück, zum Panzerposten. Denn ich möchte ja auf jeden Fall, habt ihr jetzt auch schon mehrmals in die Kommentare geschrieben, aber ich hab das nicht vergessen, keine Sorge. Ich möchte auf jeden Fall mal kurz nochmal zu diesen Leuten da reingehen, die alle Gold von mir wollen. Und das möchte ich ihnen ganz gerne mal geben. So, Hüte, größte Leidenschaft, bla 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 bla. Ah genau, du warst nicht, aber die anderen drei wollen. Das ist ja der Verkäufer wahrscheinlich. So, bla bla, haben wir schon mal durchgelesen, deswegen lese ich nicht mehr vor. Aber du willst 1000 Gold, gerne. Wow, danke, ich kann nicht glauben, dass das echt geklappt hat. Okay. wollen die mir das nur klauen quasi? Vortrefflich, jetzt wo ich meinen Einkauf getätigt habe, gehe ich meiner Wege. Ne, okay, der hat schon was eingekauft, okay, aber ja, offenbar wollen die sich wirklich einfach nur durchschnurren, die hier. Hurra, genau was ich gebraucht habe, vielen Dank, mein Held, okay, dies bin ich wenigstens freundlich. Und netter Hut, Heldentat haben wir auch verbracht. Na, meine schönen Hüte, das ist ein prächtiger Helm, so prächtig, so prächtig. Ich muss ihn nach einer kuriosen Sammlung fragen, mein Herr. Ich reise quer durchs Land, von hier nach dort. Suche, lerne, lehre und sammle. Alle Formen, alle Größen, Hüte. Jeder, den ich trage, verleiht mir eine neue Kraft. Und dein Hut sieht wahrhaft mächtig aus. Oh, kann ich auch neue Hüte tragen, die mir neue Kräfte verleihen? Hm. Faszinierend, aber ich hänge doch sehr an meinem Helm. Ja, was das angeht. Und Boss? Oder bist du ein Boss? Oh shit, da war ich jetzt nicht wirklich drauf vorbereitet. Gib mal die Kugel her. Da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das ist so cool einfach nur, dass man in diesem Spiel... Dass man in diesem Spiel einfach mit wirklich allem rechnen muss, aber manchmal mit den Sachen auch gar nicht rechnen kann, die hier passieren. Ja, komm. Die hier passieren, das ist so cool einfach nur. Jetzt kommt einfach mal hier random in dieser Boutique hier kommt ein Bosskampf. Da habe ich jetzt wirklich am wenigsten damit gerechnet. Ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass ich jetzt mir Hüte kaufen dürfte, mit denen ich mich dann... mit denen ich halt auch neue Fähigkeiten erhalte oder so. Ich komme gar nicht an den ran, weil das so viele Sachen macht. Mit denen ich dann eben neue Fähigkeiten erhalte oder so, aber nee, offenbar ja nicht. Okay, aber der geht eigentlich auch. Ich kann auch wieder ziemlich viel offen rumbauen, wie wir sehen können. Das geht eigentlich. Wir werden es wieder mal mit der Münze. Und zack. Yay. 5000 Gold nochmal bekommen. So, jetzt haben wir aber über 20.000. Über 21.000 sogar. Genug. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Mein Verlangen nach Hüten habe ich übermannt. Dein wunderschöner Hut. Das ist dein Helm. Claro, wusste ich doch. Trage ihn und bleib mir gesund. Für den Moment. Gut, ich bin nochmal weg. What? Was ist das jetzt für ein Quatsch gewesen? Habe ich jetzt davon irgendwas bekommen? Oder so? Kann ich hier reingehen? In die Umkleide? Nee. Was hat mir das gebracht? Einfach nur random so ein Bosskampf halt. Weil halt einfach. Ich meine, ich finde es total witzig, verstehe mich nicht falsch. Aber ich bin halt immer ein Fan von Belohnungen für irgendwas, aber ich kriege offenbar keine. Einfach nur so ein random Bosskampf. Das ist... Ah nee, okay, er steht da oben jetzt rum. Wie komme ich denn zu ihm hin? Kann ich mit ihm reden nochmal? Kann ich mit ihm reden? Komme ich da hin? Ja, warte mal, ich nehme mal kurz das Zahnrad vielleicht. Vielleicht komme ich damit dann hin. Moment. Setz mal kurz hier so ein. Komme ich damit hin? Nee. Ich weiß nicht, kann ich da überhaupt stehen auf der Platte? Mal, ich werde es vielleicht mal da oben kurz einsetzen. Ich kann jetzt nämlich zum Beispiel auch hier nach oben kommen. Ja, kann damit ein bisschen cheaten. Okay. Alles klar. So. Jetzt komme ich hin. Ach, verdammt, du hast mich entdeckt. Ist das peinlich. 1000 Gold. Ich werde dich nicht weiter belästigen, versprochen. Hier hast du ein wenig Gold für all den Ärger. Okay, ich krieg dann einfach nochmal 1000 Gold, wenn ich es schaffe, hier zu ihm nach oben zu kommen. Was eben nur mit bestimmten Relikten geht, genauer gesagt eben mit dem Zahnrad. Ich glaube, es geht mit keinem anderen, oder? Ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden. Ja, obwohl mit den Fäusten nicht. Weil die bringen mir ja nur etwas, wenn ich auch wirklich... Oder komm ich... Ja, ah, nee, okay, ich komme auch einfach durch den normalen Sprung hin, okay. Das ist aber ein ziemlich schwieriger Sprung. Muss man gerade so schaffen irgendwie, aber kann man hinkriegen. Na gut. So, was eigentlich nochmal jetzt mit dir eigentlich? Kann ich irgendwie deine Laune bessern? Ich glaube nicht. Ich habe mir schon geschrieben, dass es, glaube ich, nicht geht, seine Laune zu bessern. Warum ist der Ziegelehrte nicht zum Ball gegangen? Weil er keinen Bock hatte! Nein. Nee, ich glaube, der hat wirklich nie Bock. Aber man kann halt mit ihm reden und sich da weitere Flachwitze anhören. Aber diesmal nicht, welche die Shovel Knight erzählt werden, sondern die Shovel Knight selber erzählt. Wir können uns auch nochmal einen anhören. Warum ist King Knight zum Zahnarzt gegangen? Weil er eine neue Krone brauchte! Nein. Und ein weiterer noch. Alle guten Dinge sind drei. So. Warum sind die Ratten im Uhrenturm keine guten Haustiere? Weil das ein Turm und kein Haus ist! Nee, auch nicht. Okay, dann halt nicht. So, aber ich will mich eben jetzt hier noch weiter upgraden, obwohl ich mir ja gar nicht weiter upgraden kann, weil ich kann mir ja gar keine neuen Rüstungen kaufen.
Oder doch, kann ich schon, die goldene, ne? Die goldene fehlt mir ja noch. Glaube ich, genau. die will ich eigentlich schon auch mal haben. Die bringt zwar keine Vorteile. Schick, akrobatisch, nutzlos. Aber die ist halt stylisch, weil sie Gold ist. Deswegen, ich hole mir dann die mal. Werde mal mit der dann den nächsten Part spielen, würde ich sagen. Und dann nach dem nächsten Part werde ich aber, glaube ich, wieder... Oh, cool. Sieht schon sehr stylisch aus. Werde ich aber, glaube ich, dann wieder wechseln zu der Rüstung, wo ich dann eben den Sturmschlag habe. Oder wie der heißt, wenn ich halt zweimal hintereinander bounce. Und hier habe ich auch schon alle Upgrades, ne? Genau, okay, cool. Aber ich kann trotzdem noch kurz in unser erstes Dorf... Ist eigentlich einer von... Ah, hier steht er jetzt rum. Du, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie hast du mich wiedergefunden? Du folgst mir überall hin. Oh, ich kann ihn mehrmals finden. Okay, okay, ich komme nicht wieder. Nimm einfach etwas von meinem Gold und ich widme mich meinen Hüten. Warte mal, kann ich die jetzt nochmal irgendwo finden? Ich mache mal kurz... glitzern wir jetzt. Ah, wir glitzern jetzt auch, wenn ich hier durch die Gegend jumpe. ich kann Tricks machen. Wie habe ich das gemacht? Hui! Das geht normalerweise nicht, oder? Okay, ich kann Tricks machen. Das ist ja cool. Ja, die gefällt mir, die Rüstung. Aber die sind wieder da. Was machen jetzt hier? Selbst mit der neuen Brosche ist mein Leben nicht erfüllt. Vielleicht brauche ich ein... Was man denkt? Brauche ich ein noch Kleid? Noch ein Kleid? Ist vielleicht gemeint? Keine Ahnung. Ich bin ja so gerne in diesem schicken Laden. Ich fühle mich hier so schick. Mhm. Und du? Ich habe von draußen den Tumult hier drin gesehen. Was ist passiert? Ja, es gab so einen kleinen Bosskampf. nee, aber jetzt ist der vielleicht wirklich weg. Oder vielleicht, ich weiß, vielleicht taucht er jetzt nochmal in irgendeinem anderen Level auch auf oder so. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und da kann ich den ja auch noch finden und dann kriege ich noch mehr Gold und noch mehr Gold. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie oft man diesen Typen noch finden kann. Schreibt mir vielleicht nicht, wo ich den noch finden kann, weil das will ich selber herausfinden. Aber ihr könnt mir gerne schreiben, wie oft ich den Typen noch finden kann. Ich muss da jetzt nur hinkommen. Also, weil ich das, ich darf jetzt noch nicht reinspringen. Ja, das wollte ich eben... Ah, okay, ich hab's geschafft irgendwie. Oh, das ist ja cool, wir hatten einen kleinen Bug. Das ist jetzt witzig. Ich war nämlich eigentlich gar nicht drin gestanden, aber ich wurde trotzdem hier hingeschleudert ins andere Dorf. Okay, aber ich will dann noch mit dem gleich noch reden. Holla, du hast ja 5 Notenblätter. Vortrefflich. Für jedes bekommst du 500 Gold. Okay. So, lass es mal sehen. Oh, da hast du ja der Zerstörer. Wegen dem verfluchten Panzer könnte ich mich selbst kaum hören und überall gingen Raketen los. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied ja selbstverständlich spielen, bla bla. So will ich auch vielleicht nochmal dann anhören, die neuen Lieder wieder. Ja. Und zwar, welche sind denn neu? Das hier zum Beispiel. Von durchtriebenen Machenschaften, die packende Meer vom mechanischen Marodeur, der sich anschickt, die Macht an sich zu reißen. So komplizierte Texte. So, ah ne, ich habe wieder Y gedrückt. Ich denke immer, dass ich Y drücken muss fürs Spielen, weil nämlich, das ist nämlich ein bisschen doof, weil nämlich da, direkt links neben Spielen Y steht, aber es ist gemeint, dass Verlassen Y ist Spielen B und Info Plus, aber das ist irgendwie ein bisschen doof. Naja, ja, da fehlt irgendwie ein Leerzeichen zwischen Y und Spielen, aber na gut. So, dann haben wir der Intrigant. Kurz gewachsen, kurz angebunden, kurz vorm Ausbruch. Okay. Ja, das war wirklich sehr, sehr interessant eben. Und dann der Zerstörer. Doch äußerst ambitioniert und mit großer Feuerkraft gesegnet. Das ist dann die zweite Phase. So, dann haben wir noch ein kühler Empfang, weil die Sonne nicht glüht, eiskalte Prügel dir blüht. Oh, wie schön. Und als letztes noch, der standhafte Polar Knight hat keine Zeit für deine wohltemperierten Albernheiten. Das war wirklich kein einfacher Bosskampf, auf jeden Fall. Gut, alles klar, kann man auch noch jetzt hier währenddessen da lassen. So, was kann ich denn jetzt noch upgraden? Also neue Essensmarken gibt es ja wirklich irgendwie gar keine mehr. Nein. Aber ein bisschen mehr Magie kann ich mir holen, weil jetzt habe ich ja wirklich sehr viel Gold. 8000, ja, ich habe ja genügend, deswegen mache ich mal. Ja. So, jetzt habe ich 100. Gibt es darüber hinaus sogar noch mehr? Nein. Okay, ich habe offenbar das Maximum an Magie. Und das Maximum an Essensmarken habe ich... Ja, das habe ich, glaube ich, noch nicht, weil ich werde bestimmt noch weitere bekommen, wenn ich dann halt weitere Level durchspiele. Aber erstmal habe ich offenbar alles. Das ist ganz cool. Hab vergessen, was, nicht wieder Reize, was Reese für eine Waffe hat. Doch dann hat's mich wie aus heiterem Himmel getroffen.
Ja, ja, so ist es. Und wollen jetzt auch kurz drei Witze anhören, würde ich sagen. Propeller Knight kann mit seinem messerscharfen Propellerhelm fliegen. Scharfe Sache. Okay, es war jetzt weniger. Es war jetzt gar nicht mal so ein wirklicher Witz. Aber gut. Schon den Nachtclub in den Minen besucht. Unterstes Niveau. Der war ganz cool. So, bei dir ist auch nichts. Du bist der Apfelstyp. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Gut. Aber ich will noch ganz kurz, jetzt nochmal schnell. Ich werde auch den Part jetzt ein bisschen länger machen für Shovel Knight-Verhältnisse. Ja genau, ich will nochmal kurz dann zurückgehen, obwohl ich will eigentlich mal kurz drüber gehen, ja. Ich will nochmal kurz mehr ein Achievement holen, was ich schon gesehen habe, und zwar das hat ja mit diesem Ring hier zu tun. Auf diesem Ring hier, es gibt nicht ein Achievement, wo ich auf diesem Ring hier von dem Kind hier 5 Sekunden lang, glaube ich, hintereinander herumbouncen muss. Das ist aber voll schwierig übrigens, fällt mir gerade auf. Das ist sehr schwierig sogar, vor allem da das Katapult hier im Weg steht ein bisschen. Kommst mal ein bisschen näher her, bitte. Okay. Okay. Sehr schön, yay, Heldentat vollbracht. Hula-Hüpfer. Cool, so, jetzt will ich nochmal kurz zurückgehen, nochmal kurz mit dem einen Typen da reden. Und vielleicht nochmal 1000 Gold abstauben. Warum denn nicht? Aber es ist ganz witzig, dass wir gerade, eben schon so einen halben Bug-Glitch entdeckt haben. Jetzt ist er natürlich weg. Aber warum ist er jetzt weg? Ich wollte doch mit ihm reden. Wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt hier wieder? Nee. Warum ist er jetzt hin? Ich wollte doch noch mit ihm reden. Oh Mann, ich hätte bestimmt nochmal 1000 Gold bekommen. Nein! Warum denn nur wegen diesem blöden Bug da? Gibt's noch nicht. Ist er jetzt wieder im Laden zurück vielleicht? Oder ist es wieder da oben? Ja, keine Ahnung. Ich finde ihn nicht mehr. Nee, hier ist er auch nicht. Hm. Och Mann, ey. Ich wollte doch noch mit dem reden. Och Mensch. Wie ärgerlich. Naja, müssen wir das halt sein lassen. Na gut. Aber ihr könnt mir eben gerne schreiben, wie oft er ansonsten noch vorkommen würde und was da jetzt passieren würde oder passiert wäre, wenn ich da mit ihm gesprochen hätte an der Stelle. Oder ob vielleicht jetzt dann nochmal später da irgendwie auftauchen wird. Keine Ahnung. Werden wir schon noch sehen. Gut, ich würde aber erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Shovel Knight. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit schon wieder mal dem letzten Hauptlevel von diesen dreien hier. Also die Level kommen ja immer in so Dreierpaketen quasi. Und das letzte von diesem Dreierpaket wird dann eben dieses hier sein, die Flugmaschine, wo dann gegen Propeller Knight kämpfen werden. Und beim nächsten Mal wird es dann, glaube ich, auch wieder so ein Bonus-Level geben. Also entweder das hier, die frostige Flucht, oder auch das hier, die Abkürzung. Fragezeichen. Ich habe das Gefühl, dass das Level vielleicht ein bisschen länger auch sein könnte. So ähnlich wie die Halle der Helden, die auch ein bisschen länger war. Vielleicht brauche ich keine Ahnung. Aber diese Bonus-Level hier sind ja meistens nicht so lang, deswegen müssen wir dann vielleicht noch machen nach dem Hauptlevel hier. Aber werden wir dann schon noch alles sehen. Auf jeden Fall würde ich mich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.